Was für ein turbulenter Start in das neue Börsenjahr. Der DAX ist gleich in der ersten Handelswoche unter die Marke von 10.000 Punkten gefallen und in den Wochen danach immer weiter abgesackt, zeitweise auch auf unter 9.000 Punkten. Der Ölpreis derweil weiterhin sehr schwach und die Fragezeichen mit Blick auf Chinas Wirtschaft werden immer größer. Es gibt viel Redebedarf. Deshalb wollen wir direkt beginnen mit Andreas Glogger, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Glogger und Partner Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, Herr Glogger, wie bewerten Sie denn diesen nachrichtenreichen Katapultstart, ist es ja förmlich gewesen ins neue Jahr. Gut, wir sehen die Nachrichtenlage schon etwas überzogen. Es ist gerade so, als wenn alles nur auf negative Nachrichten schaut und die positiven Aspekte, die es so gibt, werden völlig ausgeblendet. Eine klare Übertreibung meines Erachtens nach unten. Wir wollen aber nach vorne schauen natürlich, auf das Börsenjahr 2016, ein bisschen reflektieren, was in den ersten Wochen passiert ist. Zinsen ist natürlich auch in diesem Jahr ein großes Thema. Die amerikanische Notenbank hat im Dezember den ersten Zinsschritt nach oben gewagt, also auch die Zinswende geprobt. Werden da jetzt weitere Zinsschritte folgen in diesem Jahr oder glauben Sie, das geht gar nicht angesichts der Turbulenzen der Märkte? Also der erste Zinsschritt der amerikanischen Notenbank, der war sicherlich sinnvoll und das richtige Zeichen an die Märkte. Aber die folgenden Schritte, die avisiert waren, die Trippelschritte, also ich glaube auch nicht an eine Zinswende im großen Stil, das hat sich deutlich verändert. Wir haben in Amerika leicht rückläufige Konjunkturzahlen und die Märkte preisen gerade in den letzten Tagen schon mit ein, dass die Notenbankchefin Yellen die beabsichtigten Zinsschritte wohl etwas nach hinten oder vielleicht sogar aussetzen wird. Also da ist eine Menge Bewegung drin. Was heißt das jetzt aber, Herr Glogger, für die Anleihemärkte und natürlich auch fürs Währungsverhältnis Euro-Dollar? Gerade bei Euro-Dollar sehen wir es genau die letzten Tage, wonach der amerikanische Dollar einfach wieder schwächer geworden ist, durch das, dass die Zinsfantasie aus dem Markt heraus ist und der Euro im Gegenstück dazu angezogen hat. Also wir werden weltweit mit niedrigen Zinsen weiterhin zu tun haben, auch in Amerika vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel. Wir haben beim DAX insgesamt auch an den Aktienbörsen eine rund siebenjährige Hoss gesehen. Jetzt dieser verkorkste Jahresstart, haben sich damit die Perspektiven auch für die Aktien in 2016 deutlich eingetrübt? Also wir lassen uns nicht nervös machen von diesen Turbulenzen, wie wir sie die letzten Wochen gesehen haben. Die gehören am Umfeld des Aktienmarktes einfach dazu. Wenn man die sachlichen Fakten bewertet und die medialen Einflüsse oder Negativschlagzeilen, sofern sie denn überhaupt welche sind, außen vor lässt, kommt man schon zu dem Ergebnis, dass die Weltwirtschaft nicht auf einer Vollbremsung steht, ähnlich wie wir es 2008 gesehen haben. Sondern ganz im Gegenteil, eigentlich relativ stabil nach vorne läuft, mit ein bisschen Schwankungen, die ja irgendwo auch mal ganz normal sind. Beim Blick nach vorne müssen wir natürlich auch auf die Rohstoffe schauen, allen voran auf den Ölpreis, der auch im Januar sogleich deutlich verloren hat, unter die Marke von 30 Dollar je Barrel gefallen ist. Ist das jetzt eher Fluch oder Segen? Naja, wir sehen es in erster Linie als Segen an und man darf auch hier nicht den Medienschalten folgen, die sagen jetzt, die Weltwirtschaft ist der Grund, warum der Ölpreis so stark gesunken ist, dass die Weltwirtschaft nicht mehr läuft. Ganz im Gegenteil, die Nachfrage nach Öl wächst kontinuierlich auf dieser Welt. Wir haben nur in den letzten 3 Jahren einen dramatischen Anstieg der Erdölförderproduktion gesehen. Durch Amerika, durch Russland, durch Fracking, jetzt kommt Iran dazu. Also das Angebot hat abartig zugenommen. Und ein abartiges Angebot hat immer schon zu billigen Preisen geführt. Und wenn man in unsere Industrie schaut, wie wichtig Öl, gerade der Schmierstoff ja ist, für uns als Exportnation ist das elementar und die Firmen freuen sich drüber. Die kaufen ja jetzt spottbillig die Energiepreise des Öls ein. Wie lautet nun Ihr Fazit mit Blick aufs Börsenjahr 2016? Was lässt sich aus all dem, was wir gerade gehört haben, von Ihnen für den Privatanleger ableiten? Ja, grundsätzlich sollte der Privatanleger auch langfristig orientiert sein und sich von diesen kurzfristigen Turbulenzen, wie wir sie momentan sehen, einfach nicht beeindrucken lassen. Entscheidend ist, dass man erste Qualität ins Depot reinlegt, dann kann man über solche Turbulenten gut drüber schauen und grundsätzlich bei guter Qualität, wir bleiben ruhig, wissen wir, dass der Weg auch wieder nach oben gehen wird, weil Wirtschaft wird es auf der Welt immer geben. Herr Glogger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen noch eine gute Zeit hier in Frankfurt. Gerne.